Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Techstar Simulator hier bei Heisenberg. Zack, so wir haben 1400 Dollar und wir haben, ja, soweit ganz gut gefüllte Regale, das finde ich schon mal schön. Haben wir hier eine Kiste? Jawohl, hier haben wir eine Kiste. Jetzt müsste man sehen, die ist zu. Okay, das heißt für mich, ich setze die irgendwo hin, wo noch nichts ist. Das wäre hier oben, weil da hat er schlicht und einfach, ja, den Slot sozusagen nicht gefunden. Wenn die Kisten offen sind, dann hat er keinen Platz mehr gehabt, habt ihr geschrieben. Danke für diesen Hinweis, ist eigentlich logisch. Das würde heißen, die Kisten können wir in Ruhe lassen, denn die werden von ihm, laut euch, tatsächlich dann nachträglich nachgeräumt. Gut, wir machen mal auf, damit wir Geld verdienen. Zack, einmal den. 1400, ich würde sagen, wir bestellen gleich mal wieder ein bisschen was. So, das müsste reichen, viel mehr kriegen wir sowieso nicht. Dann hat der gute Mann gleich wieder was zu tun. Dann kann er gleich wieder zuschlagen. Wir beobachten ihn mal. Die Kopfhörer. Da müsst ihr irgendwo eine Stelle finden, wo die hinkommen. Wir sehen es gleich. Aha. Nee, doch nicht. Oh, da fehlt wieder was. Clear Voice Pro zum Beispiel. Ja, er hat eine Stelle gefunden. Sehr gut. Also, dann kümmern wir uns um Clear Voice Pro. Und ich möchte dann relativ schnell weiter leveln. Ich möchte auch ausbauen. Ich möchte den Laden größer haben. Clear Voice Pro. Ja, da hat noch jemand in die Kommentare geschrieben. Also das mit der Suchfunktion wäre tatsächlich mehr als noch hilfreich. Weil man sucht sich echt den Wolf. Also es ist halt einfach so. Clear Voice Pro. Ich habe Clear Voice gefunden, aber das war nicht Clear Voice Pro. Hier, das nehmen wir gleich mal zwei, wenn es geht. Nee, geht eben nicht. Aber dann nehmen wir die mal einmal rein. Dann haben wir die. Und jetzt ausbauen. Ja, einfach halt wieder ein Stück Land sozusagen kaufen. Und dann müssen wir wahrscheinlich mit den Plakaten etc. wieder umziehen. Die wandern ja nicht mit der Wand. Das wäre natürlich auch hilfreich. Dass die dann nicht einfach im Leeren hängen. Case Master. Kommt. Moment. Case Master. Case Master. Wenn es zumindest, wisst ihr, was natürlich auch eine Idee wäre, wenn man es alphabetisch ordnen könnte, dann würde man die Sachen auch viel, viel schneller finden. Case Master. Ja, man kann im Prinzip den ganzen Tag damit verbringen, hier irgendwie Sachen zu suchen. 500 hätten wir. Ist irgendwie nicht so abendfüllend. Case Master. Hier, da. Okay, das kostet ja nichts. Das kaufen wir gleich mal. Dann kann er es einräumen. Ich gehe mal Kisten gucken. Ja, das Blöde ist natürlich, ich sehe jetzt nicht, ob die irgendwie offen ist oder zu. Das ist zweimal das Gleiche. Nee, die ist zu. Dann brauchen wir aber weitere Regale. Das wäre dann der Punkt. Die sind alle angeschrieben. Die sind auch alle angeschrieben. Oh, und da hinten das Teil. Ich stelle das mal nochmal weg. Ich glaube, er macht das auch, wenn das einfach hier steht. Das Teil hier hinten, das gehört in die Mitte, weil man könnte es von zwei Seiten bedienen. Kann ich das mit den Sachen nehmen? Jetzt sind die Sachen weg. Ich hoffe es mal nicht. Ja, das sieht man. Das funktioniert tatsächlich. Dann stellen wir dich mal hier hin. Kommt man da noch an die Kasse ran? Ja, aber das ist... Nein, das ist nichts. Nochmal wegnehmen. Und ein bisschen weiter nach vorne. So, dann haben wir hier eine leichte Aussparung. Dann kommt man hier. Also ich komme hier nicht durch. Die schon. Gut, aber ich muss natürlich auch durchkommen. Ich komme hier nicht durch. Ja, wir stellen es nochmal ein bisschen um. So, wir finden eine gute Position. Dann habe ich hinten nämlich wieder leere Fläche. Also machen wir das so und näher ran. Jetzt komme ich immer noch nicht durch. Aber ich komme hier durch. Okay, und die Leute, die können da bezahlen. Das passt. Gut, freie Fläche. Dann kann ich die Dinger eigentlich hier wiederholen. Ach, jetzt hat er sie wieder... Das ist schon ordentlich. Also hier ist alles angeschrieben. Nee, das ist irgendwie Käse, Leute. Das müssen wir anders machen. Jetzt haben wir jetzt schon wieder keinen Platz mehr. Ich muss hier vergrößern. Wo stellen wir das hin? Dass wir das beidseitig nutzen können, ohne dass es irgendwo im Weg ist. Irgendwie so. Kommt man da noch nach da hinten? Ja, wir kommen nicht mehr zum Computer. Da hinten war es halt schon gut. Aber eben, klar, dann vergeuden wir Verkaufsfläche. Das ist nicht, was ich möchte. Hm. Irgendwie mehr mittig. Dann kommt man gut durch. Ja, und dann werden wir das... Wir werden damit nochmal umziehen, sobald wir den Laden vergrößert haben. So, und jetzt möchte ich aber mal die Sachen noch einräumen. Weil die wollen wir ja verkaufen. So, einmal hier rauf. Dann kann er die andere Kiste... Genau, er hat es gemerkt. Dann kann er die andere Kiste nämlich auch machen. Nee, kann er nicht. Weil wir keinen Platz haben. Aber jetzt... Ah, doch. Guck mal, jetzt füllt er auf. Mhm. Und den Rest stellt er wieder weg. Okay, das ist völlig in Ordnung. Wir haben 3500. Ich würde sagen...
Hier hinten ist auch alles belegt. Jawohl. Ich würde sagen, wir bauen aus. Wir gehen mal schnell rein. So, kurz husten. Ich werde das jetzt nicht nochmal sagen die ganze Zeit. Wenn ich huste, huste ich. Ihr merkt es, wenn eine kleine Pause ist. Also, Upgrades. Kostet dann dort... Nee, 2000. Können wir bezahlen. Machen wir mal. Jetzt müssen wir gucken, was ist aus dem Laden geworden. Sei okay. Da hinten. Jetzt haben wir hier neue Fläche gekriegt. Okay, dann können wir mit den ganzen Gestellen eins nach hinten. Nehmen Sie. Gerne. Jetzt können wir nochmal gucken mit dem anderen Teil. Ob wir das nicht irgendwie schöner hinkriegen? Ich denke schon. Du hast einen neuen Brief bekommen. Ja, das ist mir gerade egal. Wir sind unabhängig. Wir brauchen keine Briefe. Mach mal dahin. Dankeschön. Während ich hier in der Realität, ich höre gerade eine Dampflok. Wie schön ist das denn? Da müsste man eigentlich Dampflok gucken gehen, aber ich bin jetzt halt hier beschäftigt. Und ich mache das relativ gern, sonst würde ich es nicht machen. So, das kommt noch dahin. Mit denen könnte man noch rüber oder hier vielleicht einen Blumentopf hinstellen. Dann haben wir das Gestell. Lass mich das mal schnappen. Das kommt dann hier hin. Oder hier in die Mitte, solange wir da... Nee, Moment, wir lassen Platz für weitere Gestelle. Würde ich sagen. Gut, dann haben wir dort das. Und jetzt nehmen wir dich nochmal. Und schauen, was wir mit dir Schönes machen. Ja, hier in die Mitte. Das ist doch perfekt. Dann sieht das relativ gut aus. Ja, man sieht hier die Plakate. Die sind da tatsächlich nicht mit umgezogen. Die müssen wir neu ausrichten. Und hier nochmal gucken, dass die dann tatsächlich auch richtig rumhängen. Ja. Irgendwie da war das, glaube ich. Zack. Sehr gut. Dann haben wir neue Verkaufsfläche. Das ist gut. Dann haben wir wieder Platz für Regale. Würde ich uns auch gleich mal gönnen. Shop. Regal. Und zwar nochmal so eins. Kauf mal. Und dann werden wir hier... Mit 2800 können wir nicht leveln. Das heißt, wir werden nochmal ein bisschen was bestellen. Das Kum lief immer relativ gut. Dann Tastaturen liefen gut. Oder hier was ganz Teures. Die noch dazu, dann sind wir bei 1700, das wird gekauft. Und jetzt bin ich gespannt, ob er alles einräumen kann. Werden wir gleich wissen. Hier ist eine Kiste, die ist offen. Also offen erkennt man. Wenn was offen ist, dann hängen hier die Dinger raus. Können wir lassen, damit, also wenn das nach eurer Logik stimmt, also nicht nach der Logik, sondern nach eurem Wissensstand, dann räumt er das nachträglich mit ein. Ja, wir werden es beobachten. Er ist fleißig am Räumen. Okay, da liegen aber noch... Oh, da liegt noch das Gestell, genau. Das möchte ich natürlich selber machen, ganz klar. Gucken wir mal, wohin mit dir? Wenn ich das da hinstelle, kommt man da hinten nicht mehr richtig ran. Hier könnten wir, dann laufen sie hier am PC vorbei. Wir könnten hier ein bisschen zumachen. Dass das ein bisschen, oder mit dem Ding umziehen. Ich werde mit dem Ding umziehen. Ich werde das mal irgendwie hier hinstellen. Ist es dann der Kasse im Weg? Irgendwie schon wieder ein bisschen. Wenn wir es so machen, dass wir hier noch sowas haben. Ich stelle das mal prophylaktisch hier hin. Eingabe. Kann ich damit nicht umziehen? Oh je. Ich kann das... Ja, damit kann ich nicht umziehen. Ich hätte das jetzt in den Lagerraum gestellt. Wir haben hier hinten so viel Platz, den wir nicht brauchen. Was haben wir hier? Hier haben wir wieder irgendeinen kleinen Bug. Da kann man wieder irgendwie raus. Okay, das ist nicht dramatisch. Aber eben... Ja, aber dann hier hinten was hinstellen. Wenn ich halt damit nicht umziehen kann, ihr seht. Wir haben hier nirgends, wir haben nur Eingabe, sprich, dass ich den PC halt benutzen kann. Gut. Wir gehen mal gucken, wie sieht das aus, wenn wir hier nochmal leveln wollen. Also leveln wollen in Richtung, dass wir hier neue Sachen haben. Das wäre das hier. Optima Supply 5000. Ja, da sind wir noch weit weg. Dann würde ich halt nochmal bestellen. Das ist nie falsch. Das sind Investitionen. So verdienen wir unser Geld. Hier mal nochmal irgendwie sowas ganz Teures. Können wir uns das leisten? Jawohl. Kaufen. Dann kaufen wir hier noch das und das. Und das und das. Ne, das hier nicht. Kaufen. So. Ich bin eigentlich mittlerweile ein Freund von ihm hier, von unserem Kollegen. Weil es macht schon Sinn jetzt, wie wir es haben. Es ist ja tatsächlich eine Frage von... Ja, von Gestellen. Man muss einfach genug Gestelle haben. Haben wir jetzt auch. Man sieht, hier ist frei. Das heißt, wenn er jetzt wieder nicht weiß, wohin damit. Ja, dann haben wir hier noch Platz. Dann können wir hier sozusagen neu einrichten. Und der Rest, da müsste jetzt so sein, dass überall was reinkommt. Jetzt könnte man es noch sortieren.
eben Kopfhörer zu Kopfhörer etc., das würde ich mal lassen. Das ist mir tatsächlich zu viel Aufwand, weil die Leute finden die Sachen. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der gefragt hätte, was oder wo irgendetwas ist, sondern die finden das. Protector Case. Protector Case. Wir gehen mal nochmal gucken. Protector, Protector. So viele Protectors werden wir hier nicht haben. Sind wir wieder eher weiter vorne. Ah nö, komm jetzt. Protector. Hier, Protector Case. Kaufe auch gleich zweimal. Dankeschön. Fehlt sonst noch was? Glied Tech irgendwas? Okay, Glied Tech. Hier. Dankeschön, kaufen. Fehlt sonst noch was? Wir gucken. Ja, irgendwas fehlt immer. Wir haben so eine große Auswahl. Und wenn wir jetzt natürlich wieder leveln dann mit 5000, ja, dann wird noch mehr fehlen, weil wir dann einfach noch mehr kaufen können. Steam Pro 360. Junger Mann. Gerne, wenn ich es finde. Steam Pro. Eieiei, Steam Pro. Es ist halt schon... Es ist halt tragisch, dass wir hier weder eine Suchfunktion haben, noch dass das alphabetisch geordnet ist. Es wäre so hilfreich. Man hätte die Sachen so schnell gefunden. Seht ihr hier irgendwas mit Steam? Hier Steam Pro, da haben wir es doch. Kaufen wir gleich mal zweimal. Wir können ja ein Lager machen. Wir haben ja ein Lager. Halt, das war einmal zu viel. Und Echo Pots Pulse. Ja, wir helfen jetzt mal ein bisschen der Kundschaft, bevor wir wieder irgendwie gucken gehen. Wegen Kisten, die im Lager sind. Ah, gefunden. Kaufen, Dankeschön. So, wir sind ja auf der Seite. Ah, guck mal, jetzt haben wir tatsächlich eben, wir sind ja auf der Seite der Kundschaft. Jetzt haben wir es aber tatsächlich. Oh, ein Dieb. Mit T war das. Ja, den haben wir. Kann ich dann nochmal? Nee, kann ich nicht. Aber jetzt müsst ihr ja wieder was fallen lassen haben. Hier, das Teil. Ja, hier wird nicht. Da ist schon der nächste. Oh, jetzt zieht es aber langsam an. Was mache ich mit dem? Ich weiß nicht wohin. Jetzt müsste ich wieder alles absuchen. Das ist natürlich blöd, wenn man so Einzelteile hat. Ich mach die mal hier oben hin. Dann haben wir hier die Etikette. Dann kann er hier die Sachen auch hinstellen. Wir müssen, glaube ich, besser aufpassen. Wir haben ab und zu mal einen Dieb. Aber man sieht, die klauen halt einzelne Gegenstände. Sagen wir mal so, das ruiniert uns jetzt nicht. Definitiv nicht. Ich lasse ganz bewusst den das machen. Weil wenn ich jetzt wieder eine Kiste schnapp, dann sortieren wir das wieder um. Das möchte ich lassen. Aber wenn er halt eine Kiste hat, die hier hinten landet, die zu ist, ja, dann kommt die hier in einen freien Slot rein, würde ich vorschlagen. Gut. Leute kauft, die gehen wir noch schnell nach hier hinten. Hier passiert nichts mehr. Also wir können ja den Obdachlosen noch bestechen, nochmal mit 5000. Dann jagt er, glaube ich, alles in die Luft. Das würde ich dann mal noch machen, damit wir es gesehen haben. Ach, du kommst mir gerade recht. Wo ist mein Tee? So, haben wir ihn. Schon wieder so ein Ding. Kann man die nicht irgendwie dann Polizei und so? Oh, aber nicht, dass das jetzt die ganze Zeit passiert. Also das wäre mir dann tatsächlich zu anstrengend. Ui, gleich verkauft worden. Okay, das scheint zu laufen, das Teil. Wir haben ja noch Post gekriegt. E-Mail. Produkt des Tages. Deckmaster D-Light. Okay. Jetzt weiß ich nicht, welches das aktuellere ist. Wir kaufen mal ein paar Stack. D-Light. Stack. D-Light. Ja, irgendwie muss es hier eine andere Lösung geben. Sonst bist du wirklich einfach den ganzen Tag dran, hier irgendwelche einzelnen Sachen zu suchen. Also das kann es ja irgendwie nicht sein. Stack D-Light. Stackmaster D-Light. Da haben wir es doch. Kaufen wir hier gleich mal noch mal ein paar teure Sachen. Kaufen, Dankeschön. Und dann sparen wir mal, dass wir irgendwie noch mal leveln können. Jetzt, der hat auch gerade was vermisst. Ich habe leider nicht gesehen, was. Stackmaster D-Light, ja, kommt. Beziehungsweise er ist halt da hier noch am Arbeiten. Wir könnten natürlich noch einen zweiten einstellen. Sollen wir das mal noch? Kommt, wir stellen noch einen zweiten Packer ein, wenn das geht. Nicht hier, sondern hier. Hier, higher. Kisten von der Straße. Okay, dann haben wir zwei von denen. Dann kommen wir natürlich schneller vorwärts. Da würde ich sagen, wir bestellen gleich nochmal. Damit die auch ein bisschen was zu tun haben. So. Jawohl, jetzt flutscht es aber. Und ja, wie gesagt, also ich denke, das System, das funktioniert. Wenn jetzt hier hinten eine geschlossene Kiste ist, dann haben wir hier freie Slots. Dann werden die dann beschriftet. Aber sie suchen verzweifelt. Ne, sie haben gefunden. Aha. Und schmeißen die Kisten weg. Da haben sie noch einen schönen Turm. 2,7. Ja, jetzt läuft das Geschäft, brummt. Platz haben wir auch noch. Wir können hier hinten noch was hinstellen. Ein bisschen schade finde ich tatsächlich, dass wir damit nicht umziehen können. Das ist der einzige Fixpunkt. Die Kamera, die Kasse. Wir können alles
tatsächlich mit allem umziehen. Aber mit denen argumentieren sie. Ach so, ja, dann wünsche ich mir, glaube ich, einen schönen Tag. Willkommen. Ich mache mal F. Da passiert nichts, weil der weg ist. Wieder. Ich gehe mal zu einer hin und argumentiere mal. Das will nicht. Mach mal Argument. Geht nicht. Aber das nicht schon mal gemacht? Ich glaube eben, er wünscht aber einen schönen Tag, oder nicht? Ich drücke schon F doch. So schwierig ist nicht F drücken. Boah, die sind aber schon schnell. Oh, okay. Ja, ja, genau. Dann kommt diese abfällige Geste, wenn ich argumentiere. Okay, wir wollen ja nicht Kunden verlieren, sondern wir wollen Kunden generieren. So, dann wollen wir, ich gucke nochmal schnell, die nächste Produkt, die nächste Produktlinie für die 5000. Okay, das heißt, wir sparen ein Momentchen. Ja, da ist noch Zeug. Jetzt ist hier eine offene Kiste, das heißt, die wird von den Lageristen dann benutzt, wenn ja die Sachen zu Ende gehen. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir schon lange keine eine geschlossene Kiste mehr gehabt. Das heißt, wahrscheinlich haben wir jetzt alle Produkte. Aber wir haben hier natürlich jetzt vorgesorgt, wenn wir dann die nächste Produktlinie kaufen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, da gehen die Kartons aus. Wenn wir schon zwei Leute haben, sollten wir da wirklich auch gucken, dass die gut zu tun haben. So, wir kaufen mal günstig. Und wir kaufen hier noch ein bisschen. Dann haben wir 900, das können wir machen. Dann haben wir 3, dann haben die nochmal... ja, man sieht's. Dann haben die nochmal ein paar Kisten, die sie hier rumschleppen. Ich gehe kontrollieren. Die ist zu. Aha, okay. Also dann kommt das hier rein. Dann ist das der Slot für diese Uhren. Sehr gut. Ja, das ist ein System, das funktioniert. Würde ich behaupten. Gut, 3,6. Leute kauft. Wir gucken nochmal schnell, ob irgendjemandem was fehlt. Signal Wave next. Kannst du haben, wenn ich es finde. Signal Wave, Signal Wave, Signal Wave. Signal Wave. Irgendwo müsste hier Signal Wave sein. Hier. Zack, Dankeschön. Wieder raus, 3,3. Wir haben gerade wieder für 600 etwas gekauft, halt. Jo, Soundwave fehlt. Ich habe mir das einfach mal ein bisschen angesehen. Soundwave, Soundwave, hier. Die bestellen wir einzeln, weil es kostet ja kein Porto. Dann können wir das auch machen. Ja, und sie sind am Räumen machen und tun. Und wir nähern uns den 5000 an. Ja, da können wir neue Sachen kaufen. Sehr schön. Oh, das freut mich natürlich. Dann kommen wir ja voran. Platz haben wir tatsächlich genug. Wir kriegen die Lager irgendwie nicht voll. Smooth Elite fehlt ihm. Okay, das ist was ganz Altes. Das weiß ich. Das müsste hier oben irgendwo sein. Smooth Elite. War das sogar Surface Elite? Das weiß ich jetzt nicht. So viel zum Thema. Ich weiß, wo die sind. Nee, ich weiß es trotzdem nicht. Irgendwas Smooth Elite. Nee. Komm, wir kaufen noch mal ein paar Autos. Finde ich auch immer schön. So, einmal so. Haben wir. Ja, hier wieder raus. Nein, nicht Pause, einfach rausgehen. Ja, sie haben gut zu tun. Ich denke, der zweite. Und wir sehen ja, wir verdienen Geld. Also das können wir uns leisten, dass wir hier zwei von denen haben. Wir haben ja auch keine Kassiererin mehr. Jetzt gehen wir mal nochmal schnell gucken. Er hier. 5000. Ja, ich würde trotzdem, glaube ich, zuerst dahingehend investieren, dass wir eine neue Produktlinie haben können. Jetzt haben sie alle Kisten weg. Das heißt, die haben nichts mehr zu tun. Höchstens hier. Ja, dass sie wieder auffüllen würden, wenn sie das tun müssten. Fehlt euch noch was oder ist okay? Aerostyle Turbo. Aerostyle Turbo. Nee, Moment, ich war ja richtig. Aerostyle. Habe ich schon gesagt, von wegen richtig, ja. Wenn man das wesentlich im Alphabet hätte. Aerostyle, hier. Kaufen gleich zweimal, wenn da die Nachfrage da ist. 3,5 ist natürlich, wenn wir jetzt immer wieder nachbestellen, ist natürlich klar. Da kommen wir zu diesen 5000, da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Irgendwas mit Fusionsdrift. Ach du Grüne, okay, wo haben wir denn noch einen Fusionsdrift? Da. Oder Dry, das war kein Drift. So, kaufen wir auch, dann haben die beim nächsten Mal dann halt einfach die Sachen. Die kommen ja immer wieder, also so ist es ja nicht. Wie sieht es hier aus? Ist offen, das heißt, das wird wieder eingeräumt, wenn sie Platz haben. Sehr gut, da hinten sind sie, ich sehe sie sogar. Sehr schön, passt. Hier haben wir auch noch so viel freie Fläche. Auf der Seite nicht, aber auf der hier.
Ja, wir haben im Prinzip zu viel Freifläche. Das sagt mir ganz einfach, logischerweise. Wir müssen auf die 5000 warten. Blender XS, das gönnen wir uns noch. Blender, Blender, Blender. Denkst du? Blender, Blender, Blender. Blender XS. Na, irgendwo muss es doch sein. Blender, Blender, Blender. Ich sehe hier keinen Blender, Blender. Seht ihr irgendwo den? Wahrscheinlich schon. Hier, Blender XS. Machen wir auch gleich mal zweimal. 3-1, aber wir kommen so nicht auf die 5000. Können wir nichts machen. Müssen wir die Geduld haben. Und hier halt immer mal wieder reinschauen. Ja, das ist noch okay. Wir sehen nochmal hier, also sie können alles verräumen. Hier, wir haben überall einen Slot. Ja, so funktioniert es halt. Der Trick sozusagen ist dabei tatsächlich, dass man einfach genug Regale hat. Dass jeder einzelne Artikel auch tatsächlich seinen festen Platz haben kann. Also das geht. 3-8. Ja, da hat wieder was gefehlt, aber ich möchte zu diesen 5000 kommen. Elektro-Glide-Master. Puh. Komm, machen wir da noch schnell, wenn ich es finde. In der Zeit verdienen wir ja Geld. Elektro-Glide. Elektro, Elektro. Hier. Auch ein Doppelpack gekauft. 4000. Geht voran. Er bringt wieder eine offene Kiste nach hier hinten. Das sieht man, wenn er sie trägt, auch schon. Da muss man nicht mal hier gucken. Das ist natürlich auch schön. So, zahlen wir. Das war ein relativ kleiner Einkauf. Gerne ein bisschen mehr kaufen. Wir wollen Richtung 5000 gehen. EcoPods Pulse. Ich würde jetzt sagen, nee, jetzt warten wir mal schnell. Die hat was gefunden. Weil sonst kommen wir nicht zu den 5000. Dem fehlt auch was. Aber sie kaufen ja trotzdem. So, mach mal die 5000 voll. Bitteschön. Corvolt 5. Ja, Dustwave ist. Oder der Gigabot. Es fehlt so viel. Gigabot. Wir haben halt eine riesen Auswahl mittlerweile, die wir anbieten können, wenn wir sie haben an Lager. Gigabot. Giga, Giga, Giga. Gigabot. Glide. Nee, das ist wieder alles irgendwie teures Zeug. Gigabot. Hier ist der Gigabot. Und wir haben die 5000. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder nur 4, weil ich das gerade gekauft habe. Manager. Wir gehen runter. Die 5000, das sind dann die Sachen hier. Die müssen wir uns natürlich dann auch wieder erst leisten können. Mach mal die 5000 voll, bitte. Das möchte ich noch schnell anleiern hier. Sonst vergesse ich es und dann kaufe ich in der nächsten Folge morgen zuerst wieder für 5000 Artikel. Ist auch nicht falsch. Aber ich möchte jetzt hier halt tatsächlich. Sagen wir, haben wir keinen mehr. Möchte hier tatsächlich. Oh, knapp. Ich möchte hier tatsächlich jetzt leveln. Bitte reinkommen, bitte Sachen kaufen, Dankeschön, wir haben ein Ziel. Ja, sie vermisst wieder was. Machst du uns die 5000 voll? 7 fehlen. 7 blöde Dollar. Mach mal noch 7 blöde Dollar. Jetzt haben wir es. Zack, einmal den Manager. Und hier unten die 5000. Und dann haben wir das auch. Und dann werden wir das in der nächsten Folge von morgen bestellen. Deswegen mache ich hier mal zu. Geschlossen. Wir haben ordentlich ausgebaut, wir haben umgestellt. Ich finde es nicht schlecht, ist aber natürlich immer noch nicht das Endergebnis. Wir können noch weiter leveln, beziehungsweise wir können weiter ausbauen gegen Geld. Und das werden wir dann natürlich auch machen. Sorry, da muss ich ganz kurz nochmal husten. Ja, jetzt haben wir 2 Lageristen. Ich denke, das ist auch nicht so verkehrt. Solange wir uns das leisten können vom Geld her. Und wir können es ja, wir haben es gesehen. Wir haben relativ schnell 5000 umgesetzt. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.